Herr Sulik, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Ja, danke schön. Herr Schulz, ich wollte Sie fragen, wie Sie es mit der Zeit halten. Ich habe oft erlebt, wegen 5 oder 10 Sekunden haben Sie schon geklingelt. Auch in meinem Fall, es waren mehrere Minuten. Ich kann das schon verstehen, aber ich würde doch sehr begrüßen, wenn Sie einen gleichen Maßstab hätten. Danke schön. Ich glaube nicht, dass Sie, Herr Sulik. Herr Sulik, ich weiß nicht, wie oft Sie im Plenum sind, wenn ich die Sitzung leite. Ich werde meistens dafür kritisiert, dass ich die Zeit eben nicht einhalte, sondern ganz im Gegenteil. Auch bei Ihnen bin ich selbstverständlich großzügig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass bei einer solchen Aussprache Fraktionsvorsitzende, die für mehr als 200 Abgeordnete wie Herr Weber zum Beispiel oder 190 wie Herr Pitella oder Herr Verhofstadt für an die 80 sprechen, sicher auch mal ein paar Sekunden mehr Redezeit brauchen, wenn hier eine Debatte geführt werden soll. Das gilt für alle Fraktionschefs und Chefinnen, bin ich bei solchen Debatten großzügig, wie Frau Harms und Frau Zimmer zum Beispiel in umfassender Form immer wieder erfahren dürfen. So.